So, mal schauen. Wird jetzt die Erde sachgemäß abtransportiert? So, das dahin. Das ist ungünstig. Das ist genau das, was ich nicht haben will. Meiner, ich glaube, da sollte ich mal rein. Ach komm, weg mit so Sch. Was will ich mit dem Bogen? Kann Ember hier rein? Ja, wunderbar. Ember weg. So, Eisen da rein. Das Brot packen wir schon mal da War unten, ja das klar. Jeder, knuspert der jetzt gerade gleich. anfängt zu lachen bei dem Anblick, sei Haha! gesagt, ich hasse euch. Nein. Okay, darüber muss ich nochmal schlafen. Auf jeden Fall, ihr wisst, wie es werden soll. Ich denke da zwischen den Aufnahmen mal drüber nach. Da will ich mich jetzt während der Aufnahme nicht zu sehr mit befassen. Ja, sonst geht das nur in die Hose. So, das könnte auch rein. Uiuiuiui. Auf jeden Fall kommt hier dann später das Rezept für Bock Earth rein. Und zwar, ich glaube, welches nehmen wir denn? Welches nehmen wir denn? Sieht Was jetzt nicht so schmeißen wir aus. weg? Was schmeißen wir weg? Ich glaube, wir nehmen das hier. Und der hier, hier werden, kriegen wir halt unseren Sand her. Die Erde kriegen wir zum Teil aus der Farm ja selber wieder, wie wir hier unten sehen. Und dann nachher noch über die zweite Farm. Später dann über Plant Balls. Okay, Aber das, wie das gesagt, bleibt hier. über das Pipe-Setup muss ich mir erst nochmal Gedanken machen. Und da will ich mit euch jetzt in der Aufnahme nicht unbedingt länger drin quälen. Weil das könnte doch etwas langwierig werden. Wie sieht das hier mit unserem Energieverbrauch aus? Das geht noch. Das kann man noch verkraften. So, dann nehmen wir hier mal den Mossstone mit. Also ich kann dir sagen, ich bin hier in so eine kleine Höhle reingestolpert, die sich als Huch! Riesenhöhle herausgestellt hat. Und als ich dann in Batmans Höhle reingestolpert bin durch den Eingang, war links neben mir der Spawner-Eingang. Cool. Und hier sind ganz viele Ressourcen, die ich nicht mehr mitnehmen kann. Und ganz viel Marmor, falls wir es brauchen. Naja, Marmor haben wir ja erstmal Tendenziell genug, ne? tendenziell genug. Oh, ja, Scheiße! Deinesgleichen will ich hier nicht mehr sehen, Flauschefuß. Ihr habt mir hier schon genug kaputt gemacht. Wieder raus. Verdammt, wo bin ich reingefallen? Da oben. Ich habe unter mir einen Marmorblock abgebaut und bin dann in eine Schlucht gefallen. Wie war das? Grab niemals direkt nach unten. Es ging eigentlich eher darum, dass ich den letzten Mossstone da aus der Ecke rausholte und dabei ist der Marmor mit weggegangen. So, Tja. naja, irgendwie, keine Ahnung. Ich glaube, ich muss jetzt das. Dank der Schuhe habe ich es überlebt, ansonsten wäre jetzt auch die Nachricht schon da. Tja. Vorsicht walten lassen, Herr Ogami. Ja, Vorsicht walten lassen. Schuhe halb erledigt. Und nein, wir brauchen keine Slimeballs mehr. Wir haben mehr als genug. Deswegen lasse ich die da unten jetzt einfach mal absaufen. Aber was eine kritische Ressource ist, ist Papier. Ja, so ein bisschen Dingsbums bringe ich ja mit Zuckerrohr. Ja, ich ernte mal wieder hier vor der Haustür ab. So, Fackel, da geht's nach unten, falls man mal wieder runter möchte. Das ist gerade ein Schreck. So, hier nochmal schön unser Gummibaum. Ja, den muss ich mir unbedingt angucken. Das wird wahrscheinlich das nächste Thumbnail von mir. So, Aus sind wir noch ein irgendwelchen paar. Gründen habe ich jetzt schon wieder sehr kritische Hm? Ladeansichten hier. Also die Welt lädt mal wieder ein wenig schmalbrüstig. Schämt sich aber auch nicht, dass es tut, ne? Ich glaube, das liegt weniger an der Welt noch an dem Server. Ich glaube, das liegt eher an dem, ja, allseits beliebten Thema momentan. Was aber wahrscheinlich noch nichts mit der Drosselung zu tun hat, sondern einfach nur mit dem kuffeligen Routing. Ja, das Routing ist ja manches Mal sehr begeistert. Vor allem bei dir, also, du hast ja Tage, da hast du ja eine schlechtere Leitung als ich, obwohl du das Dreifache haben solltest.
Ich habe Tage, an denen habe ich gar keine Leitung. Oder so. Und dabei sind wir eigentlich aus netzausbautechnisch ziemlich gut gestellt. Aber naja. Genau. Lästern wir nicht über telekomische Sachen. Über zwielichtige Internetanbieter und deren eigenartige Weltanschauung. Die wissen es halt nicht besser. Doch, sie wissen es besser, aber sie wollen trotzdem möglichst viel Profit daraus schlagen und hoffen, dass es jetzt so kommt. Ja gut, ganz ehrlich, dieses Preisdumping, was sie alle betrieben haben, es war klar, dass das sich irgendwann recht voll, wenn sie dann doch mal auf die Idee kommen. Es muss ausgebaut werden und die Leute wollen leider doch kein LTE, was billiger auszubauen, ist ja jetzt richtig die Leitung. Tja, wer hätte das gedacht? Ja, die ganzen Flats. Also ganz ehrlich, ich habe das schon seit Jahren im Hinterkopf. Ich glaube, wir haben da auch schon mal darüber gesprochen, dass ich gesagt habe, das wird sich irgendwann rechnen und dann wird es wieder teurer werden, weil es einfach nicht hätte gehen können. Ja. Und ich sag mal so, wenn man eine gute Bandbreite hat, warum dann nicht auch 40 Euro für eine komplette Flat zahlen im Monat? Also da hätte ich keine Schwierigkeiten bei. Aber ganz ehrlich, man sollte theoretisch nicht nur Flat bezahlen, man sollte wirklich auch nachher Bandbreite bezahlen. Weil mehr oder weniger ist es ja heute so, dass du bei fast jeder Bandbreite das gleiche hinlegst für eine Flat. Ja. Und das ist ja... Ja, ganz ehrlich, ich finde es unschön, dass manche mit einer 25.000er gerade mal 2 Euro mehr bezahlen, als ich mit meiner 2.000er. Ja, das ist... ne? Richtig. Brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Richtig! Revolution! Wie viele France, wie viele Revolution? Was? Genau! Du brennst doch. So, aber wir haben ja dann da hinten ein kleines Energieversorgungsproblem. Oui. Und dafür brauchen wir, da wir es ja sowieso da produzieren, lasse mich mal gucken. Kohle? Nö. Hallo, wir produzieren da hinten Piet für den großen... Ha. Oh, ist das ekelhaft, wenn es in der Nase kribbelt und man nicht niesen kann. Ja. Ah, Kupfer habe ich, glaube ich, noch ein bisschen. Theoretisch. Aber bevor ich mich wieder anschmiere, ja, die werden daraus gemacht. Gut. Irgendwo so, bums. Ja, erstmal ein bisschen zumachen. Da rein. Das nehmen wir uns auch noch gleich hier mit, wenn wir schon mal da sind. Ist es eigentlich gerade Tag oder Nacht draußen? Tag. Da werden jetzt bestimmt auch einige gerade gelacht haben. Wieso? Ich stehe hier gerade an der Project Table. Du fragst, ist es gerade Tag oder Nacht? Ich gucke raus, gehe zur Tür. Ja, wie gesagt, ich bin unten in der Höhle und frage mich gerade, ob es sich lohnt, hochzugehen, auf Enderman-Jagd zu gehen oder ob ich hier unten noch ein paar Ressourcen abkloppen soll, so lange. Daher die Frage. So jetzt sehe ich auch, wie tagig es ist. Ach, jetzt kommt auch die passende Musik für das Sonnenlicht. Kupfer. Ja, Kupfer haben wir noch ein bisschen was. So, jetzt können wir hier auch noch lang gehen. So. Hui. Da wäre ich fast wieder ins nächste Loch gefallen. Ich schaufel mir hier mein eigenes Grab noch. Ist das was Neues? Naja, eigentlich schon. Sonst schaufel ich mir doch nur Fettnäpfchen. Dass sie möglichst tief sind. Obwohl, nein, das können andere aus unserem Bekannten- und Freundeskreis besser. Wie war das? Wen gönnt die? Oh, hör bloß auf, diese schwarze Teufelstöne da. Gottes Willen, wie kann man nur? Du, was? Das ist mein Hund. Ups. Ja. Yeah. Ups. Wir reden über Nachbars Fußhub und der Kumpel von uns, wir waren da beim Pokerabend, gerade beim Essen machen für uns alle. Dann sind wir auf die Fußhub von Nachbarn gekommen, weil seine Freundin hat Angst vor Kötern, sage ich mal so, vor Fußkötern. Das sind für mich keine Hunde. Vor zu pelzig geratenen Ratten, nennen wir es mal so. Ja. Ratten sind was Schönes, aber die Tiere... Oh, ich bin wieder bei meinem Spawner angelangt. Cool. Dann kann ich das ganze Kram mit... Und dann hat er das wohl nicht mitgekriegt, wie wir da über zwei Jack Russell Terrier, die absolut unerzogen sind, gesprochen haben. Und er war mal bei mir und unser Hund meldet doch sehr lautstark. Die ist... Also ich sag mal so, sie würde jedem Einbrecher wahrscheinlich noch beim Raustragen mithelfen, aber Randale machen musste. Ja.
Herz schlagen wie eine große, aber total. Ist ja auch eine große, ne? Ja. Das kleine 570 Gramm Westentaschenhündchen. Das war jetzt sehr nett ausgedrückt. Unser Kumpel dann, also, wo er dann auf die Hunde zu sprechen kam, fing dann an rumzufläzen. Ja, diese schwarze Trotzdülle, also es ist eine belgisch-deutsche Schäferhündin, wobei der Vater, sprich der Belgier, deutlich mehr durchgeschlagen ist. Also sie ist eigentlich schwarz, komplett. Hast du was gegen Schwarze? Nee, mein Hund ist ja so. Ich weiß, das ist jetzt politisch absolut inkorrekt, aber das gehört, glaube ich, zu uns. Weiß nicht, Sinn, aber ich möchte dich gerade irgendwie hauen. Wer keinen Sinn für makaberen Humor hat, tut mir leid. Ja, sorry, aber das ist normal hier. Ist bei uns an der Tagesordnung. Und wer glaubt, dass wir sowas wirklich denn ernst meinen, naja, denen ist auch nicht mehr zu helfen. Also dementsprechend, jedenfalls, er war dann da rumjammern über die schwarze Teufelshöhle. Ich gucke ihn nur an, unterbreche ihn so, nachdem er fertig war, mehr oder weniger. Du, das ist mein Hund. Er wäre, glaube ich, am liebsten im Fußboden versunken in dem Moment. Mehr als das. Mehr als das. Und war dann auch erstmal kurzzeitig absolut stehen. Ja, der Gesichtsausdruck war vor allen Dingen so... Ups. Es war so ein Original. Oh verdammt, ich bin gerade voll vom Zehner mitten ins Fettnäpfchen gesprungen. Mit dem Flachkörper. Ja. Ah, aber schön. Es war lustig. Ja. Pete Fired Engines. Jo, die werde ich wahrscheinlich gerade gar nicht angeschmissen kriegen. Endlich kann ich das Brot spritteln. Jetzt habe ich wieder einen Platz mehr im Inventar. Ich befinde mich auch übrigens auf der Rückreise. Alles klar. Schau ich mir auf diese. Pup. Oh, da hinten sieht schön aus. Gehen wir mal gucken. Ich kann ja jetzt. Oh Mensch, ist das geil. Hallo, ihr lieben Kühe. So viel wollte ich gar nicht. Sieht echt schön aus. Ups. Was? Hier ging wohl jetzt alle lang Stiefel. Ich war hier laut Karte auch noch nicht. Ah, ja. Ich habe hier wieder saugeile Berge. Eine Sache, die ich hier jetzt machen kann. Und die kriege ich auch garantiert nochmal eben fix durchgezogen. Da ist mein Loch. Ui. Unsere uns vorgegebene Aufnahmezeit haben wir in 1,5 Minuten erreicht. Schon wieder. Ja, die Zeit ist wieder verrannt. Oh, naja, eine geht noch, habe ich gehört. Ganz ehrlich, wir hören, ganz ehrlich, das ist die letzte Mini-Aufnahme, die wir machen. Wir machen ab jetzt nur noch mindestens zwei Stunden Aufnahmen. Sonst schaffe ich ja nichts. Ja, und hier ist der Riesenbaum, den vielleicht der eine oder andere aus meinen Thumbnails schon kennt. Falls er sich gefragt hat, wo das ist, es ist dieser Baum. Ich finde ihn so schön. Deswegen also der hier, der steht auch eindeutig unter Denkmalschutz. Nein. Die Faust Gottes. Was? Ja, du, der Baum sieht echt minimal aus wie ein Handschuh. Mit ein bisschen Fantasie und zwei zugekniffenen Augen. Ah, ist klar, verstehe. Pipe. Was haben wir denn hier? Und ich will die Cobblestone Pipe. Oh, ein Höhleneingang. Gravel, okay. Oh, Kohle. Interessiert mich gerade nicht. Ganz viele Rindstierchen. Ach, warum müssen wir hier eigentlich in so einem Schneebiom leben, mehr oder weniger? In einem riesig großen. So, noch mehr Zuckerrohr. Weil das ist immer noch... Ein Wunder ist, also ich frage mich ja, wann so bei Mojang noch auf die Idee kommen, dass man im Winterbiom sich irgendwie was Warmes anziehen muss, ansonsten würde man erfrieren. Wenn sie beschwör den Teufel nicht herauf. Mal den Teufel gefälligst nicht an die Wand. Bist du was irre? Was denn, bei Don't Starve, das ist doch auch lustig, dass ich da zweimal in zwei Minuten erfroren bin. Scheiß Winter kam, ohne es zu merken. Ach so, Shapeless Crafting. Ups, mein Fehler. Ih, Schneeball. So, zack. Und da wird es nach, das heißt, ich kann noch einmal durchjagen. Das sollte theoretisch funktionieren. Und hab ich noch? Hier habe ich. Wo kommst du denn her, du kleiner Schlawiner? Ja. Sag jetzt bloß. Da ist er tot umgefallen vor Schreck. Sag jetzt bloß, ich habe mein ganzes. Ey, das glaube ich doch jetzt wohl nicht. Das glaube ich jetzt nicht. Was?
Ich habe einen Screenshot gemacht, so spinnetot. Ich sehe hier gerade Zombie 1, Zombie 2, Screeper 1, 2, 3, 4, 5 oder irgendwie so. Ich hau ab. Das ist mir dann doch eine Nummer zu hoch. Ja, vielleicht.